So Freunde, willkommen zu einem neuen Tag. Wir sind jetzt hier schon in unserem Danny's Diner, wo wir gestern hingehen wollten. Weil es aber gestern war es zu voll. Und jetzt warten wir gerade auf unser Essen. Ich habe bis jetzt nur einen Kaffee, einen Orangensaft und das Essen, das kommt gleich. Ich habe mir so ein Sandwich bestellt, was extrem lecker aussieht. Und ja, das werdet ihr dann gleich mal sehen. Was hast du so Schönes? Ich esse jetzt Würstchen, Rührei mit Toast. Und eine Art Reibeplätzchen. Wie eine, ja, schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Kaffee ist gut und Orangensaft ist auch gut. Und Toast mit Butter, ne? Ja. Und irgendwelche komischen Art Nürnberger. Hm? Hast du noch nicht probiert? Probier mal. Schmeckt gut. Probier mal das. Ja, einen Moment. Ich hab ja keine. Bratwurst sind klein. Bratwurst sind klein? Bratwurst sind klein. Na, sehr gut. Sehr lecker. Ich habe hier so XXL-Sandwiches mit, da sind Würstchen drauf, kleine. Also doch. Ja, da sind kleingemachte Würstchen drauf. Dann noch Schinken, Bacon, Käse und noch Bacon hier und auch noch wie nennt man das? Wie heißt das eigentlich? Reibeplätzchen. Wie ein Reibeplätzchen. Genau. Jetzt heißt es erstmal Schuhe kaufen. Ich glaube hier vorne links nämlich, da wo das Burger King Schild ist, ist ein Schuhgeschäft. Und ich will diese Treter hier mal austauschen. Die haben so ihre beste Zeit schon hinter sich. Und wir werden mal gucken, was ich da finde. Es soll so Richtung Nike gehen. Am liebsten rot. Mal sehen, ob ich hier was finde, was passendes. Ne, hier war das noch gar nicht. Das ist noch ein weiter. Ja, ich hab gedacht, das wäre hier. Aber weiß es nicht. Also werden wir jetzt erstmal noch den Block weiterlaufen. Lass mal gucken, was wir so Schönes drin haben. Und hoffentlich finde ich auch das, was ich jetzt endlich brauche. Ah, okay. Jetzt musste ich echt meinen Rucksack abgeben. Wegen Diebstahlgefahr. Also sowas habe ich in Deutschland auch noch nie gehabt. Da bin ich ja sicher, ne? Leute, ich habe hier gerade noch einen Balkon gefunden, auf dem wir uns hier befinden. Wusste ich erst gar nicht. Ja, hier kann man auch wunderschön gucken, hier mit Dauter im Hintergrund. Leider ist es gerade noch ein bisschen bewölkt, heute den ganzen Tag, wir sind schon 2:30, aber irgendwie will die Sonne nicht rauskommen. Obwohl irgendwas anderes vorhergesagt wurde. Es ist zwar nicht kalt, aber keine Sonne da. Und ich wollte unbedingt zu diesem Griffith Observatory, dass diese Sternwarte, die es auch im GTA gibt, ja, kennt ihr bestimmt. Hatte ich euch ja, glaube ich, im ersten Video gezeigt. Jetzt werde ich aber erstmal reingehen, denn ich will jetzt natürlich erstmal meine neuen Schuhe hier anziehen. So, nimmst du den Rucksack, sehr gut, dann gehen wir es hier mal vor. Ohne mich kommt es eh nicht rein, ich habe den Schlüssel. Zack! Oh. Leute, das ist richtig günstig gewesen. Dann gehen wir mal kurz hier hin. Das sind neue Air Max. Aber ich sehe nicht diese Assi Air Max, weil die mag ich auch nicht, bin ganz ehrlich. Ja, hier. Für gerade mal $89. Ganz neue. Die jetzt hier vor kurzem in Amerika rausgekommen sind. Finde ich ziemlich nice. Die sind auch so einen ganz komischen Stoff. Ganz weich und ganz bequem. Und richtig nice. Komm, ich ziehe mit dem an. Die alten Galoschen weg. Wer schreibt denn hier die ganze Zeit? Dann schauen wir mal. Also ich finde, die sehen richtig fresh aus. Richtig geiler Rotton und ist auch bequem. Wir warten jetzt hier auf unser Uber-Taxi. Das gibt es ja in Amerika. Ist ja in Deutschland irgendwie nicht verfügbar. Das ist irgendwie in 5 Minuten da. Ist ja also wie so ein Privatfahrzeug. Und dann geht es ab zum Griffith Observatory. Obwohl das Wetter heute nicht so ganz so toll ist. Werden wir da doch mal hinfahren und mal angucken. Okay. Get away now, too many games in the yard trying to play out, too many people and they all start to change. Have a good one. Let me take a bit, they gonna know my name now. Yeah, we came a long way, but it's one way. Got a long way to go, like it's Monday, someday. Wo wollen wir denn? Griffiths Observatory. Sieht man das noch schon?
Da werde ich mal genau näher dran gehen, aber ich werde jetzt mir den Ausblick angucken. Schau mir das an. Diese Aussicht. Das ist das Hollywood-Zeichen. Aber werde ich euch jetzt, sag ich mal, noch eine andere Videoaufnahme einblenden. Das sieht man wahrscheinlich auf der Kamera nicht, aber genau da ist es. Ja, ist schon gigantisch. Da hinten sind auch ganz viele Hochhäuser. Aber das ist ja nicht Downtown. Downtown liegt genau hinter dem Observatory. Also gucken wir uns euch mal genauer an. Wir werden jetzt erstmal hier noch die Aussicht genießen und ein paar Fotos machen. Und dann werde ich euch auch alles hier einblenden. Yeah. Leute, gebt euch mal das hier, das ist gerade einfach unglaublich. Das ist echt heftig. Ja, einfach mal mega geil aus. Wenn wir da, da vorne zu den Treppen rumgehen, das ist alles hier in die Kosmos und kannst einfach rumgehen und dann kannst du den komplett LA von hier oben mal reinziehen. Sieht auf jeden Fall gigantisch aus. Ja, mal hier die Treppen hoch. Das ist eine Fisheye-Kamera von Kevin. Oh, Helena, das ist ein Low-Camera, Bro. Nice evening. Have a good time. Hey, das ist unglaublich. Das ist Downtown. I'm going track to track, trying to master rap. I never gave it up when they called me whack. I gotta run the game like I'm a running back. I gotta change it up so you ain't stuck with that. Now give me the mic and I'm gone. I'm hoping it ain't for too long, but I'm trying to make it all around the world. Meet the fans that put me on. You know we got it. Schau mal. Was ist die Stelle? Wo in einem bisschen GTA? Ich glaube, Michael und Stockmann Kopf gehauen wird. Und man dann im Leichensack wieder wach wird. In der Polizeistation, das genau hier an dieser Stelle passiert. Das fällt mir gerade mal so auf. Das ist richtig genial. Von hier komplett rumlaufen. Was muss ich erzählen? Das ist jetzt, komm. Hier James Dean gefilmt hat. Das war jetzt eine Information, die jeder von uns brauchte. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein Film aus den 50ern. Wisst ihr Bescheid? Ihr braucht kein Wikipedia. Sie erzählt euch einfach alles. Aber guckt euch das mal an. Da geht mir gerade einer ab. Ja. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Hey yo, yeah, they told me I should party more. Said I'm dream chasing, never lived like a king, but I'm checkmating. I'm game ending, I hate second. I'm a legend, a lyrical weapon. So who you talking to? Shit, I roll up and be the life of the party too. But I feel bad for you, cause the ladies love the crew. I'm looking to be the man, lyrical flow and I can't understand. And I'm writing to be the one touring the world in America and Japan. Cause it's all up to the people, yeah, we making all our choices. And they ain't coming around till they see me. Leute, wie die meisten von euch wissen, ist ja momentan diese Dürre in Kalifornien. Und die dürfen ja hier nichts bewässern. Die machen das ganz schlau. Sie reißen da einfach den alten Rasen raus, der so komplett gelb ist, ne? Vertrockneter Rasen. Ja, dann reißen sie den einfach raus, pflanzen neuen und dann stellen sie einfach Bauzäune drum und lassen den neuen Rasen wachsen, damit alles wieder schön grün aussieht. Das ist ja auch gut, ne, wenn man kein Wasser nutzen darf. Pflanzt man einfach immer alles neu, wenn man es gerade mal braucht. In my class, if the music shit don't blow, I can't be sitting on my ass. But I know the money coming soon. To be safe, I can't assume. But money coming, money going, that's something I can't refuse. Yeah, I know I got it, but the world don't know. I tell them I'm a rapper. Und ich hab den übelsten Trampelweg gefunden. Ich hab keine Ahnung, wo der hingeht, aber guckt euch das mal an. Das ist alles so typisch furztrocken, wie man das so kennt, irgendwie. So aus, keine Ahnung, Bildern. Geht mir auch ein bisschen zu weit nach unten, ich geh wieder hoch. Weil, nee, das ist nicht ganz so mein Ding. Geh ich lieber wieder hoch. So, meine Freunde, Abendessenzeit ist angesagt. Und wir probieren heute mal Arby's aus. Ist auch eine Fastfood-Kette in Amerika. Dort gibt es vor allen Dingen Truthahn-Burger. Und ja, selbst mal ausprobieren. Waren hier selber noch nie. So, Freunde, sind wir bei Arby's. Ich habe mir
ganz normalen Chicken Burger bestellt. Crispy Chicken mit Bacon. Eine Senfsoße, glaube ich, Salat. Onion Rings und frische Frippen. Sieht man ja sogar, dass die hier noch mit Schale sind. Die schmecken sehr gut. Aber wenn du das schmecken lassen, na, dann laufen wir jetzt auch gleich wieder nach Hause. Wie schmeckt's? Gut. Ja? Ja, ich werde das auch essen. Vercheckt, hatte Hunger und so. Ich muss ein bisschen leiser sein, meine Mama hinten Pinscher. Ich mache jetzt auch das Video fertig, was wir jetzt gerade sehen. Na, also hier wird gerade alles soweit geschnitten. Das sieht man, das ist eine ganze Menge Arbeit. Deutsche Zeit ist gerade 6.31 Uhr. Also wir haben jetzt hier 9:30 durch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen merke ich auch noch aus dem Jetlag. Also ich bin auch immer relativ müde hier. Und deswegen werde ich das Video hier noch fertig schneiden. Wir sehen uns dann natürlich morgen wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, ich wünsche jetzt allen eine gute Nacht. Auch wenn ihr das Video wahrscheinlich hier so gegen 5 oder so seht. Keine Ahnung. Ist ja gar nicht egal, wann ihr das seht. Und ja, wir sehen uns im morgigen Video wieder. Ich bin raus. Ciao, euer Palmas. Ja.